Die SV Elversberg war am Biberer Berg gegen den OFC zu Gast. Nach 90 Minuten endet das Spiel mit 0:0. Wie die Spieler das Spiel empfanden, hört er jetzt mit Martin Braun. Unterteilung in Offenbach, Leandro, kann man mit dem Unentschieden hier leben? Ja, weil Steinbach hat ja auch Unentschieden gespielt, aber heute, glaube ich, war es so wenig von uns. Ja. Wir haben nicht gespielt, für die 3 Punkte zu nehmen nach Hause. Woran lag es deiner Meinung nach? Warum hat man gerade in der ersten Hälfte sich so schwer getan, ins Spiel zu kommen? Boah, ich kann nicht so wirklich sagen, genau woran lag, aber ich glaube, das ist eine Arbeit vom Trainer. Er hat das Spiel von draußen gesehen und kann besser analysieren. Und dann, ich hoffe, dass unter der Woche wir kriegen alles so hin, unsere Fehler, um wieder gut zu machen und dann für das nächste Spiel. Ja. Das Spiel war heute vor allem zwischen den Strafräumen verlagert. Bei den Angriffen von Offenbach, aber auch die Elversberg-Angriffe wurden im letzten Moment immer unterbunden. War das sehr anstrengend für euch heute, dazwischen zu hauen? Ja, wir haben viel zu tun heute in der Defensive. Ja. Weil Offenbach war nicht so schlecht. Ja, und die haben auch so viele lange Bälle gespielt. Aber ich glaube, so waren wir insgesamt stabil. Ja. Okay, vielen Dank. Thomas, ich habe es gerade schon gefragt, ein Punkt in Offenbach, ein Punkt, mit dem man nehmen kann oder nur muss? Vorm Spiel hätte ich gesagt, es wäre uns eigentlich zu wenig, weil Steinbach ja gestern eigentlich uns eine Vorlage gegeben hat. Wenn man jetzt das Spiel, die 90 Minuten betrachtet, dann müssen wir absolut damit leben. Okay, woran lag das heute, dass Elversberg nicht so in Tritt gekommen ist und Offenbach hier in der ersten Halbzeit richtiges Feuerwerk abgebrannt hat? Ja, ich denke, sieht man an den, also wenn man jetzt eine Statistik hätte über die Zweikämpfe, denke ich, geht die klar an Offenbach. Die haben jetzt keinen verrückten Fußball gespielt, haben lange Bälle gespielt und haben dann vorne auf die zweiten, sind aggressiv draufgegangen, hatten so gut wie jeden zweiten Ball und dann kommt natürlich eine Welle nach der anderen und dann konnten wir ja, vorne relativ wenig Akzente setzen. Wenn wir dann mal ein, zwei Spielzüge drin hatten, dann hat man gesehen, dann ist da was möglich, aber das war heute einfach über 90 Minuten einfach viel zu wenig. Eine gute Chance gab es ja für die SVE, ein Kopfball, der gerade noch so abgewehrt wurde. Hätte das gereicht heute, ein Tor zum Sieg? Ja, dann hätten wir wahrscheinlich 1-0 gewonnen. ja, so ein dreckiges 1-0 wäre natürlich, denke ich, für die Moral und ja, für den Kopf und für die Seele wäre das super gewesen heute nach einem sehr, sehr durchwachsenen Spiel. Es sollte heute nicht sein. Das hätten wir aber heute auch aufgrund, wie gesagt, der 90 Minuten einfach nicht verdient. Da haben wir zu wenig investiert und zu wenig klare Torchancen uns rausgearbeitet. Und dafür war Offenbach einfach in den Zweikämpfen viel zu präsent. Die Tribüne war heute voll, die Gegentrip gerade. Hat man das auf dem Platz gemerkt, dass man das ganze Stadion gegen sich hat? Ja, direkt im Spiel merkt man das nicht, aber wenn man natürlich hier zum Einlaufen kommt, ist natürlich mal in Offenbach zu spielen. In unserer Liga, denke ich, ist schon gehört zu den Highlights und deshalb ist es eigentlich umso enttäuschender, dass wir ja, so aufgetreten sind, sage ich mal. Ja, da hätte jeder eigentlich ja, mit 110% dabei sein müssen. Das haben wir heute leider nicht geschafft. 0-0, das nehmen wir natürlich sehr, sehr gern mit. Und ja, dann geht es am Freitag schon wieder weiter. Siehst du einen konkreten Ansatz, woran man jetzt arbeiten muss, damit es nächste Woche besser wird, wieder zurück, dass man zurückkommt, um 3 Punkte einzufahren? Ja, im Heimspiel, denke ich, treten wir eh immer anders auf, viel ballsicherer, denke ich. Und ja, jetzt muss sich eigentlich jeder selbst hinterfragen über seine Zweikampfführung, ja, über den Willen, denke ich. Das war ja heute eigentlich das Nonplusultra, was man hätte bringen müssen. Und dann hätten wir die auch so weit beeindruckt, dass wir hier hätten heute gewinnen können. Okay, vielen Dank.